Was geht ab? Ich habe einen Kommentar gesehen und wollte dazu jetzt ein Video machen. Und ich muss zum Teil sagen, ja, es stimmt, was du gesagt hast. Aber auch, was mich jetzt zu diesem Video führt, ist, was viele, gerade viele Männer, aber auch viele Frauen falsch verstehen, wenn es darum geht, jetzt eine selbstbewusste Person zu sehen oder so, oder du denkst, oder du verwechselst, dass diese Person, du denkst so, dass diese Person so selbstbewusst ist. Vielleicht diese Person präsentiert sich die ganze Zeit so selbstbewusst, so, guck mal, ich bin so toll, ich habe so viel Follower, ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes, das zeugt nur davon, dass diese Person einfach nicht selbstbewusst ist, denn sie braucht ständig Bestätigung. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich will wirklich tief reingehen in dieses Thema. Das Ding ist, viele, auch viele Männer gerade heutzutage verwechseln es. Sie wollen eine selbstbewusste Frau, aber verwechseln selbstbewusste Frauen mit Dominanz spielenden Frauen. Was will ich damit sagen? Diese Dominanzspielerei merkst du beispielsweise, wenn sie dir nicht zuhören kann, zuhören will. Sie will ständig, sorry, das letzte Wort haben. Sie will ständig die dominante Person sein. Sie will die Führung übernehmen. Und es sollte dein Part sein. Alle, die jetzt sagen, ja, wir sollten auf Augenhöhe sein. Ja, doch der Mann ist der, der die Führung übernehmen sollte. Keine Frau der Welt will einen Sucker, einen Betamann, der alles tut und alles sagt, was man ihm alles tut und alles macht, was man ihm sagt, nur damit es ihr gut geht. Und ja, Baby, bitte, ich mach das, ich mach dies, kein Problem. Soll ich noch putzen? Soll ich noch saugen? Soll ich noch kochen und noch aufs Kind aufpassen? Alles auf einmal? Okay, perfekt. Niemand will so jemanden. Niemand. So, ja, ich bin ein echter Mann, denn ein echter Mann kann eine echte Frau bändigen und was weiß ich. Du sollst sie nicht bändigen. Du bist kein Löwenbändiger, so ich bändige sie. Ich bin der Herr der Elemente, ich bin der Avatar und ich bändige jetzt alle Elemente. So. Sorry, wenn ich es so lächerlich machen muss, aber so sind nun mal viele Männer. Die fühlen sich dann in ihrem Ego so angekratzt, so wenn sie dann versucht, so toxisch wie sie ist, zu sein. Quasi, sie hört da nicht zu, so, ey, jetzt hör mir mal zu, und versuchen dann so ihre Dominanz spielen zu lassen, aber sie treibt es die ganze Zeit auf die Spitze. Sie testet dich und testet dich und testet dich und es hört nicht auf, weil sie keinen Respekt vor dir hat. Und was viele Männer dann gerade falsch verstehen, ist, dass sie da mit einem Kind und nicht mit einer Frau zu tun haben. Denn, ohne jetzt jemanden anzugreifen, eine echte Frau kann ihrem Mann folgen. Das heißt nicht, du sollst jetzt, das wollen einfach viele falsch verstehen, habe ich das Gefühl. Das heißt nicht, du bist jetzt ein Stück Fleisch, ohne Gehirn, ohne Emotion und du folgst jetzt einfach nur. Du kannst auch für dich selbst denken. Wenn du merkst, ey, ich mache gerade einen Fehler, kannst du mir das auch sagen. Wir können auf Augenhöhe das Ganze diskutieren, wie zwei echte Menschen es verdienen. Aber wenn du nur Recht haben willst, nur um Recht zu haben, was viel abgeht nun mal heutzutage, es geht nicht darum, wer jetzt wirklich eine gute Meinung hat. Es geht nur darum, Recht zu haben, nur das Argument zu gewinnen. Und nun mal gibt es solche Frauen. Es gibt nun mal viele solcher Frauen. Und auch wer jetzt denkt, so, warum dreht sich jetzt alles um die Frau? Es gibt auch viele Männer, die so sind. Ja, natürlich. Nur ich bin ein Mann, ja, und muss auch anderen Männern helfen, für sie da sein. Denn sie sind auch in solchen Beziehungen. Denn ich mache auch viele Videos für Frauen. Ich will für beide Geschlechter da sein, für alle. Aber wie gesagt, beide Parteien können jetzt davon profitieren. Aber das Video ist jetzt mehr Tendenz steigend. Also hat mehr Tendenz für Männer. Mehr. Du weißt, was ich meine.
tendiert eher für die Männerwelt. Und viele verwechseln so Selbstbewusstsein mit Aufmerksamkeitssucherei, Bestätigungssucherei. Und so, und sie spielen das vielleicht gut dann so. Hey, guck mal ich, guck mal das, guck mal dies. Ist doch so toll und dies und das. Und ich bin so selbstbewusst. Und das ist so toll. Ich habe solche Frauen oft erlebt. Sobald du dann, weil ich dann auch irgendwann mal bewusster wurde, etwas dagegen sagst, merkst du auf einmal, wie klein sie werden, wie unselbstbewusst sie sind, wie instabil sie sind. Und diese Frauen meine ich, die so, wo du merkst, ja, ihre aufgesetzte, selbstbewusste Art ist nur eine Fassade. Denn eine wahre, selbstbewusste Frau muss jetzt beispielsweise nicht ständig auf Social Media sein, ihren Körper präsentieren, nur um Likes zu bekommen, Follower zu bekommen, Aufmerksamkeit zu bekommen und Bestätigung zu bekommen. Sie kann sie selbst sein und weiß, dass der richtige Mann, die richtigen Menschen sie dafür lieben werden, schätzen werden, wie auch immer, für ihre Werte. Auch vielleicht für ihr Aussehen, aber mehr für ihre Werte, für ihre Erscheinung, ja, für ihre Art. Und eine wahre, selbstbewusste Frau weiß ganz genau, was sie will im Leben. Und noch viel wichtiger, was ich auch oft sage, was sie nicht will. Was sie nicht will. Bullshit in ihrem Leben. Nur viele Frauen heutzutage, nicht alle, viele sind selbst Bullshit. Sie wissen nicht, was sie wollen. Spielen so, wie als wüssten sie alles, weil ihr Ego so groß ist. Weil im Endeffekt ist es halt nur Ego, was diese Frauen haben. Sie denken, sie sind so selbstbewusst. Sie denken, sie sind so toll. Sie denken, sie sind so klug und so dies und so schön und eine Prinzessin, weil vielleicht jeder das ihnen so in den Arsch bläst. Weil ihnen jeder Zucker in den Arsch bläst. Ich glaube, das sagt man so. Sorry für meine Wortwahl, aber so kenne ich es. Jeder füttert ihr Ego oder nahezu. Es gibt dann viele dann auf Social Media, wow, du bist die eine, wow, du bist so schön, du bist eine Prinzessin, du bist eine Queen, du bist dies, du bist das, du bist eine Prinzessin, du bist ein und alles, du bist fantastisch, du bist wunderschön, ich will mit dir Kinder haben und dies und das und jenes und bla bla bla, pipapo, dies und das. Gibt es nun mal viele Männer da draußen, die dann denken, oh, sie hat so viele Follower und sie präsentiert sich so toll, die sieht so selbstbewusst aus, das ist eine starke Frau. Und auf einmal, sie treffen sich mit ihr oder sie schreiben mit ihr oder sonst irgendwas und sie merken, es ist ständig ein Dominanzkampf, sie spielt ständig ein Spiel. So eine Frau, die selbstbewusst ist, die muss nicht Spielchen spielen, die muss nicht so extra eine Nachricht ignorieren, um irgendwie die Dominanz zu zeigen, um jemanden abhängig zu machen und sonst irgendwas so, hey, hab ich was falsch gesagt, dies, das. Und dann willst du auf einmal mehr geben. Deswegen, ich will auch natürlich, und jeder hat es verdient, eine selbstbewusste Frau zu haben. Ich will auch eine selbstbewusste Frau, die weiß, wer sie ist, was sie kann, was sie nicht kann, was sie nicht ist, was sehr wichtig ist. So, denn eine selbstbewusste Frau, auch ein selbstbewusster Mann, weiß ganz genau, dass er oder sie nicht perfekt ist, sind, wie auch immer. Und sie wissen ganz genau, ich habe noch einige Dinge, an denen ich arbeiten muss. Das zeigt wirklich Selbstbewusstsein. Wenn du offen kommunizieren kannst bei deinem Partner beispielsweise so, ey, Partner XY, ich merke, ich habe diese und diese Angst. Und du gehst nicht hin und sagst so, alles so schrecklich, denn ich habe so viel Angst. Und du bist nicht wie ein kleines Kind. Du sagst einfach groß raus so, ey, selbstbewusst wie du bist, so, ey, es gibt ja dieses Ding, das macht mir wirklich Angst. Aber ich weiß auch, irgendwie bekomme ich das hin. Irgendwie schaffe ich das. Du gibst mir Kraft, so, dass wir das schaffen. So, vielleicht sagt deine Frau dann so etwas und dann merkst du auf jeden Fall, sie ist selbstbewusst, weil sie an sich glaubt, an dich glaubt, an alles glaubt und es regeln wird, kann, wie auch immer. Dann merkst du, dass jemand auf jeden Fall selbstbewusst ist. Ich denke, ich habe hier jetzt auch einiges schon rausgehauen. Aber es gibt so vieles, woran du merkst, dass jemand unselbstbewusst ist. Diese Person kann dir vielleicht nicht in die Augen schauen und sonst was. Aber
musst dir ständig dann zeigen, und diese Personen gibt es viel, vielleicht auch narzisstische Personen, aber ich will nicht jedes Video über Narzissmus halten, zeigt dann immer, was sie hat. So, sie gucken überall rum, so, vielleicht kennst du diese Menschen so, hey, guck mal, mein Handy, guck mal, so, ich mache es jetzt krass, aber es gibt wirklich so diese Menschen, so, guck mal, das, und dann gucken sie auf einmal weg und gucken das, ja, hallo, da hinten ist ein Freund, so, den kenne ich, und dann sprechen sie mit dir und sagen dir, oh, mein Business ist so gut, und dann gucken sie da lang, ja, hallo, und brauchen ständig diese Aufmerksamkeit, so, kennst du vielleicht diese Menschen, du denkst, sie sind selbstbewusst, nur weil sie irgendwie auf Social Media, weil ihr Business läuft. Die meisten sind eh fake, by the way. Aber nur weil irgendwas läuft in ihrem Leben oder sonst irgendwas. Aber wenn du sie persönlich siehst, ja, mit ihnen kommunizierst, merkst du auf einmal so, wow, diese Person ist irgendwie komplett komisch. So, sie kann mir nicht wirklich die ganze Zeit in die Augen sehen. Nicht wie ein Creep jetzt so. So? Nein, einfach normal, so ich, wie ich es tue, ab und zu gucke ich dann auch mal weg, bin nachdenklich, aber die meiste Zeit gucke ich dann hier rein, manchmal gucke ich dann auch gar nicht rein, wenn ich super nachdenklich bin. Aber wenn ich mit einer Person rede, dann rede ich so auf Augenhöhe und ich gucke dieser Person in die Augen und dann bin ich mal nachdenklich, gucke ich sonst irgendwo hin. Daran spürst du auf jeden Fall, ob jemand es wirklich auch ernst meint mit dir, ob jemand wirklich selbstbewusst ist. Denn das wird in unserer Gesellschaft oftmals sehr missverstanden. Denn sie missverstehen Dominanzspielerei oder sie verwechseln Dominanzspielerei mit Selbstbewusstsein. Damit meine ich auch deinen dominant spielenden Chef, der seine Position ausnutzt, um dominant zu sein. So, du musst das tun, was ich sage, denn ich bin Chef. So, diesen Chef meine ich, der nur seine Position ausnutzt, um der Boss zu sein. So, ich bin Boss, ich bin dies, ohne sich den Respekt wirklich verdient zu haben. So, diese Person meine ich. Und du denkst, du musst dieser Person folgen, weil sie ja selbstbewusst ist, obwohl es eigentlich nur ein Dominanzspiel ist. Genau diese Frauen gibt es, wie gesagt, wie ich es auch am Anfang angesprochen habe, natürlich auch diese Boss-Bitches, die denken, ich bin so schön, ich bin so dies, jeder muss mir folgen. Ich hab's verdient, dass mich jemand auf den Podest stellt. Ich hab's verdient, dass mir jemand hinterher rennt. Ich hab das alles verdient, denn ich bin so toll, ich bin so dies. Die manipulieren sich selbst, die lügen sich selbst an und leben in ihrer eigenen Fantasie so, dass sie all das Beste verdient haben, nur weil sie jetzt XY sind und Z aussehen und was weiß ich, so wunderschön aussehen und was weiß ich alles. So, und deswegen haben sie ja dieses tolle Lifestyle verdient. Deswegen haben sie ja nur das Beste verdient und was weiß ich. Und viele lassen sich davon fehlleiten. Viele lassen sich davon quasi einlullen. Viele lassen sich davon, so, mir fehlt das richtige Wort, hypnotisieren. Das ist ein tolles Wort. Viele lassen sich davon hypnotisieren und verwechseln dann Dominanz mit Selbstbewusstsein, weil jemand, der selbstbewusst ist, muss nicht ständig dominant sein. Er weiß ganz genau, okay, ich muss nicht die ganze Zeit argumentieren und diskutieren. Das ist ungesund. Ich weiß, ich kann auch Recht haben, ohne vielleicht auch Recht zu bekommen. Ist sehr schwer, aber das macht dich wirklich selbstbewusst, wenn du weißt, ich muss nicht jedes Gespräch mit allen führen, ich muss nicht mit jedem diskutieren, der mich nicht versteht. Ich muss nicht für jeden da sein, der nicht für mich da ist. Ich muss nicht es jedem gerecht machen. Das macht dich wirklich selbstbewusst. Das ist wahres Selbstbewusstsein. Wenn du dich auch nach hinten stellen kannst, um vielleicht andere vorzulassen, ihnen den Vortritt zu gewähren oder die Vorfahrt zu gewähren, so, um dann zu sehen, okay, lass mich das Potenzial mal von den anderen sehen. Lass mich mal sehen, was die anderen zu sagen haben. Vielleicht, wenn ich was dann dazu zu sagen habe, steuere ich dann meinen Part dazu und sage, was ich denke. Aber ich kann auch andere mal vorlassen. Ich muss nicht ständig meine Dominanz zeigen. Ich muss nicht ständig zeigen, dass ich der Klügste bin, dass ich der Tollste bin, dass ich der Schönste bin. Ich kann auch mich nach hinten lehnen und einfach ich selbst sein
und das genießen, ohne dass ich jetzt ständig diese Aufmerksamkeit brauche, diese Bestätigung brauche. Wow, du bist aber selbstbewusst, du bist aber dies, du bist aber das, weil hast du das vielleicht mal gemerkt? Du bist irgendwo, du gehst irgendwo in einen Raum, ja, bist du selbst, bist ruhig, sprichst kein Wort mit keinem, machst einfach dein Ding, ja. Und die Leute merken trotzdem, dass du selbstbewusst bist, weil du einfach du selbst bist, weil du einfach dein eigenes Ding machst. Du scheißt vielleicht so auf sozialen Kontakt gerade, du willst gerade nur mit dir selbst sein und ziehst so automatisch Leute an, weil die merken, wow, diese Person ist selbstbewusst. Daran merkst du wirklich eine selbstbewusste Person. Leute kommen einfach so zu ihm. Es ist ein Flow, es ist ein Fluss. Natürlich gibt es auch das Negativszenario, wo Leute zu einem kommen, nur weil sie irgendwelche materiellen Besitztümer haben. Aber das meine ich jetzt nicht für alle, die mich falsch verstehen, die jetzt dann bling bling sehen und wow, ah, und fühlen sich davon hypnotisiert. Das meine ich nicht. Ich meine jetzt wirklich Menschen, die durch ihre reine Präsenz Menschen anziehen. Das ist wahres Selbstbewusstsein. Wenn du Menschen anziehen kannst, nur wegen deiner Art. Gehst irgendwo hin, du bist still und trotzdem wollen die Menschen mit dir reden. Trotzdem wollen die Menschen mit dir kommunizieren. Trotzdem wollen die Menschen Kontakt mit dir. Das sind einige Punkte jetzt, die ich gesetzt habe hier jetzt, die ich angesprochen habe jetzt hier, wo du auf jeden Fall merken kannst, ob jemand Dominanzspielerei ausübt, jemand rumspielt oder ob es jemand wirklich gelernt hat, selbstbewusst zu sein. Und Selbstbewusstsein hat nichts mit Dominanz zu tun. Dominanz ist etwas Automatisches. Wenn du selbstbewusst bist, du kannst selbstbewusst jetzt mit ihr sprechen, wird sie merken, dass du dominant bist als Mann. Du bist ein dominanter Mann, aber nicht, dass du jetzt hingehst so, hey Baby, so, wir treffen uns heute. Du ziehst dich schick an. Du machst dies, du machst das. Das ist Dominanzspielerei. Ich habe jetzt ein dummes Beispiel gemacht. Wenn jemand hinkommt, so, ey, wer bist du? Du gefällst mir. Wie wäre es, wenn wir zwei heute essen gehen? Hast du Zeit? Hast du Interesse? Alles klar, freut mich. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Dies, das beispielsweise jetzt. Das ist jetzt ein respektvoller, selbstbewusster Mann. Und der andere, der kommt wie der Wannabe-Alpha, so wie so ein Pitbull, wie so ein D-Zug und will einfach nur jetzt quasi Dominanz spielen. Gibt es auch solche Frauen, die dann einfach kommen, so die diese Loudmouths, diese Gaga, diese Art von Frauen, die ständig nur laut sind und du siehst, wenn du sie nicht siehst, dann hörst du sie. Und wenn du sie nicht hörst, wenn du Kopfhörer auf hast, dann siehst du sie. Sie brauchen ständig Aufmerksamkeit und laufen da rum, wie ein, habe ich auch mal das geile Beispiel gemacht, wie ein Huhn mit abgetrenntem Kopf, so laufen da ständig rum. Und watscheln da überall rum und brauchen ständig Aufmerksamkeit. Das hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Eine selbstbewusste Frau, die ist da, wo sie ist, macht auch ihr Ding, ist selbstbewusst in ihrer Haut, fühlt sich schön, fühlt sich gut, hat keine Instabilitäten, hat keine irgendwelche Insecurities, Unsicherheiten oder sonst irgendwas, was sie auf irgendeine Art aufhalten oder sonst irgendwie belasten. So, natürlich hat jeder Sachen, die nicht perfekt an einem sind. So, jeder hat irgendwie seine Schattenseiten, ja. Aber wir wissen, wie wir sie in den Griff bekommen. Wir wissen, wie wir daran arbeiten müssen, so dies, das, jenes, damit das besser wird. Und arbeiten daran, das macht ein selbstbewusster Mensch. Ein nicht selbstbewusster Mensch weiß vielleicht, okay, ich habe diese Insecurities, ich habe diese Unsicherheiten, aber ich überspiele sie und mache so, wie als ich setze jetzt diese Fassade auf und mache jetzt, als ob ich so selbstbewusst bin, weil ich tief drin eigentlich nicht selbstbewusst bin, aber ich spiele diese Rolle so perfekt, dass dann die Leute denken, wow, dieser Mensch ist wirklich selbstbewusst, nur weil ich dann mit Dominanz spiele. So, ich kann Menschen gut manipulieren, ich kann Menschen gut führen, obwohl es eigentlich nur mit Furcht und Schreckenherrschung ist. So, wie gesagt, es gibt dann diese Chefs, die dann nur mit Angst und mit Dominanz und mit Furcht und Schrecken herrschen müssen, weil sie eigentlich tief drin sehr verletzt sind, sehr unsicher sind. In diesem Sinne, ich denke,
Das war es jetzt zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat dir gefallen, um das Video jetzt nicht viel länger zu machen, denn ich muss jetzt wirklich ins Sport, ich muss jetzt wirklich durchziehen. Sehen wir uns im nächsten Video und wenn es irgendwas dazu gibt, schreib es gerne in die Kommentare oder schreib mir. Wie gesagt, hat mich gefreut. Ich hoffe, es hat dich gefreut und wir sehen uns. Peace.